Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Viele wissen, ich war die letzten Tage krank, beziehungsweise bin es immer noch. Und wenn ich es nicht schaffe, alles rauszuschneiden, wenn ich huste, dann tut es mir leid, aber ihr wisst ja, krank sein ist nicht so cool. So, er schläft. Wir können, oder sie schläft, wir können sie versuchen zu beklauen. Muss das unbedingt trainieren. 8 Sekunden, so. Nehmen wir das mit. Nehmen wir das mit und dann hauen wir ab. Aha, guck mal. Ist nicht schön? So. Gut, somit haben wir wieder ein Level-Up bekommen. Wir müssen halt schlafende Leute immer wieder beklauen. Es geht nicht anders. Wir müssen trainieren. So, wo waren wir überhaupt stehen geblieben? Ich weiß nicht, wir gehen auf jeden Fall zuerst ins Inventar. Und gehen auf die Fähigkeiten, denn wir haben wieder neue Fähigkeitspunkte freigeschaltet. Wir haben Heimlichkeit. So, wagemutiger Schelm. Nachdem du ein Verbrechen begangen hast, erhältst du einen Bonus von einem Punkt auf Stärke und Vitalität, bis du erwischt wirst oder den Tatort verlässt. Das ist nicht schlecht, ne? Wenn du dich duckst und nicht bewegst, erhältst du einen Bonus in Höhe von 30% auf Heimlichkeit. Ermöglicht es dir, heimlich zu töten, du benötigst dafür einen Dolch. Okay. Wir haben also schon mal herausgefunden, was wir nehmen werden. Hatten wir noch mehr Punkte? Ich glaube nicht, ne? Na gut, dann werden wir auf jeden Fall weiter Quest machen. Der Stallmeister sieht genauso aus wie ich. Na gut, wir gucken auf die Karte. Wir haben hier, was ist das? Questgeber. Okay, gehen wir einfach mal zum Questgeber und gucken, was da passiert. Jetzt wurden wir ja endlich erwischt, jetzt kann ich wieder machen, was ich will, aber ich bin höchstwahrscheinlich nackt, ne? Ja. Wir haben keinerlei Sachen mehr, schade. Naja, was soll's. Oh, privater Bereich? Hä? Wer der Questgeber drin? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Vielleicht mehr hier oben? Hello, bist du hier drin? Fegt da jemand? Ah, hier sind wir. Du störst. Du warst hier gerade eben nicht drin, als ich die Tür aufgemacht habe. Ich weiß das zu hundertprozentig. So, erstmal plündern. Ringelblumenaufguss, ja, Trank des Baden, unbekannter Trank, okay. Katerbier. Ganz schön viel Alkoholisches. Oh Gott. Wo war der Schlafende jetzt hin, hä? Okay. Ah, ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Wir müssen uns hier verziehen. So, ich hoffe, ich werde hier nicht gesucht. Die haben gar keine Beweise. Die haben keine Beweise. Ich meine, ich habe die Leiche durch. Oh, die Leiche schon. Die Ohnmächtige durchsucht, währenddessen nicht beobachtet wurde, aber niemand hat mich irgendwie angeklagt. Das waren zwei Wachen. Hoffen wir einfach mal das Beste. So, wie läuft man nochmal? Ach ja. Ich erinnere mich wieder. Hallo. Du da! Scheiße. Okay. Okay, nein. Nein. Im Leben nicht. Hallo. Hey, du, halt. Ich bin dann mal weg, ne? Bist ein Verbrecher und wirst verhaftet. Das wird eine Freude. Okay, jetzt werden wir schon wieder gesucht. Ey. Was? Ihr habt's alle gesehen. Das Spiel ist ja mal sowas von verbuggt. Krass.
Uncool. Uncool. So ein Dreck. Na gut. Dann wollen wir mal weitergehen. Ja, was jetzt? Kacke. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Ich hätte keine Wache ansprechen dürfen, ne? Jetzt bin ich auch noch hungrig. Hat jemand hier was zu essen für mich? Ist da irgendwas? Im Haus? Ach Gott, ja gut. Stehen wir uns rein. So, Maus und Tastatur. Guckt mal, guckt euch an, wie einfach das ist mit Maus und Tastatur. Oh, ich hab den Punkt verloren. Also, ach Gott, ich hab den Punkt verloren. Ach, weißt du was? Komm, leck mich doch. Das mache ich nicht mit. Was soll's? Ja gut, dann laufen wir einfach woanders hin. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal in den Wald. Gucken wir mal, was mit dem Wald so abgeht. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Ja, das kann ich jetzt nicht ändern, oder? Wir haben Essen dabei. Geht natürlich auch. Hundefleisch. Schon vergammelt, Kohl ist vergammelt. Wie schnell vergammelt denn das? Ach, ich war ja mehrere Tage im Knast, stimmt ja, da habt ihr natürlich recht. Da vergammelt dort natürlich das ganze Essen. Ach, Kacke. Ja, jetzt werde ich wieder in allen Fürstentümern gesucht. Geil. Hat sich ja nichts geändert. Wir gucken auf die Karte, wo laufen wir überhaupt gerade hin? Hier sind... Wo sind wir da? Wir laufen gerade in einen Wald rein, ja toll. Wir könnten dahin gehen, ne? Halt! Stimmt. Stiehl ein Pferd aus dem Gestüt von Merhoyet. Dann gehen wir da auch als nächstes hin. Komm, scheiß drauf. Wir werden halt von den Wachen gesucht, früher oder später töten wir sie alle und dann ist gut. Machen wir da jetzt nichts mehr draus. Es ist halt nur kacke, ich war jetzt mehrere Tage im Knast, weißt du? Und dann backt das Spiel rum, der Schlafende ist weg und plötzlich sind da zwei Wachen. Währenddessen das Spiel pausiert war, müsst ihr euch vorstellen, das Spiel war ja pausiert. Also irgendwie ist das ja ein bisschen uncool. Ich nehme alles mit. So, lassen wir dich hier mal liegen. Die Brezel kann ich gut gebrauchen, denke. Und die Karotte. Und das nehmen wir immer mit. So, danke, ich hab Essen. Ich ziehe uns gleich das Essen rein, bevor es schlecht wird, ne? Oh, Essen. Essen. Seht ihr, da geht's mir schon gleich viel besser. Na gut. So, ich hoffe, morgen wird es mir dann besser gehen, wenn ich morgen aufnehme, weil ich merke schon, ich huste hier quasi im 3-Minuten-Takt. Also ist es irgendwie uncool. Wenn man redet, wird es natürlich immer schlimmer. Muss man bedenken. Hä? Ich muss da hinten. Ach so. So. Jetzt muss ich aber ja nicht mehr Scheiße probieren, oder? Besorgen. Langsam knurrt der Magen. Wir haben doch gerade gegessen, Dude. Was ist denn los mit dir? Sicher, dass ich da in die Richtung muss? Richtung Westen? Nee, ohne Seife waschen. Doch, Westen ist richtig. Westen ist tatsächlich richtig. Nein, ich will... Genau. Klettern. Hallo? Was zum Teufel ist das? Ah ja, springen. Das ist springen. Ach komm. Du kriegst das ja wohl hin, aus einem dämlichen Fluss rauszuspringen. Was ist denn los? Ich dreh durch. So, easy. Noch einen, den ich beklauen kann. Hallo? Ja, alles wird gut. Alles gut. So. Das Spiel hat dezente Soundprobleme, merke ich gerade.
So, ich brauche einen Apfel, Brezel, Brot, Karotte, Trockenobst. Ja, nehme ich alles mit. So. Sehr schön. Ich brauche eigentlich mal wieder Klamotten, ne? So, okay. Also, ich brauche Beinlinge, Filzhut, ja, so, sieht doch schon viel besser aus. Die edlen Schuhe behalten wir mal und das kann weg. Wieso sehen die genau gleich aus? Nicht? Tun sie nicht. Okay, alles gut. Ja, komm, schmeißen wir das weg. So, wir haben wieder Klamotten an. Was ist denn hier mit dem Sound los bei diesem Spiel? Das ist ja gewalttätig, ey. Die Sounds irgendwie verschwinden hier im Minutentakt. Ganz, ganz komisch. Das hab ich bei keinem anderen Spiel. Na gut, gehen wir und klauen erstmal ein Pferdchen. Einmal so querfeldein, das geht ein bisschen schneller. Und wir tauchen, wir werden wahrscheinlich keine Diebe finden. Und wenn, dann haben wir eh Pfeil und Bogen. Töten alle! Was zum... Was war das denn? Das war eindeutig ein Leck. Hä? Ach so, ich habe keine Stärke mehr. Ach Gott. Oh nein, mir fehlt die Stärke, um zu schießen, ne? Kann das sein? Stärke 2, Agilität 2, Vitalität 2. Oh nein. Oh. Ja gut, das ist Kacke. Minus 1. Gut, schleichen wir uns an die Kühe ran. Habe ich noch ein Schwert oder so? Nee, ne? Kacke. Nur noch Pfeil und Bogen. Pfeil und Bogen. So, okay. Naja. Ich glaube, Mohnblumen waren giftig, ne? Erlegtes Wild ist eine gute Fleischquelle. Wenn ein Jägersmann jedoch eine Trophäe oder Innereien möchte, muss er die entsprechenden Spezialisierungen erlernen. Okay. Ja gut, wir haben derzeit nicht die benötigte Stärke, um uns zu wehren. Das ist Kacke. Das ist echt Kacke, ne? Ich meine, mein Pfeil prallt ab. Er prallt Ich ab. muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Das ist ja mal echt Kacke. Alter. Nirgendwo kann man hier langlaufen, ey. Der Typ ist unfähig, um außerhalb von Straßen zu laufen. Ist das erbärmlich. Na gut. Du versuchst Ausrüstung zu verwenden, die nicht deine Fähigkeiten entsprechen. Ja, aber wie booste ich denn die Fähigkeiten? Das ist hier doch die Frage. Und ich habe ja kein Schwert mehr. Ich habe ja gar nichts. Wärmlich. Ah, zerbrochener Bin wirklich Pfeil. ziemlich hungrig. Halt doch mal die Fresse, ganz ehrlich. Sei nicht so eine Pussy. Wieso sind die alle zerbrochen? Oder ist es, weil ich gerade mit einem zerbrochenen Pfeil schieße? Oh, das kann sein. Nö, verbesserter Jagdpfeil. Das ist so erbärmlich, ey. Na gut, gehen wir weiter. Aber steht da vielleicht, wie ich Stärke trainiere? Stärke bestimmt, wie gut dein Charakter physische Herausforderungen meistern kann. Je stärker er ist, desto wirkungsvoller sind seine Angriffe und desto weniger geht beim Schwingen schwerer Waffen die Ausdauer zur Neige. Zu den schweren Waffen zählen alle Waffen außer Dolch und Säbeln. Zudem erhöht sich mit jeder neuen Achso.
Ah, okay, so scrollt runter. Okay, zudem erhöht sich mit jeder neuen Stärkestufe deutlich die Kapazität des Inventars und dein Charakter kann schneller spurten, wenn er schwer trägt. Die Stärke nimmt hauptsächlich im Kampf zu. Ach, du hältst. Was? 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 Du hältst was? Mich jetzt bei Sattheit Stärke. Du hältst Stärke-Spezialisierungspunkte bei jeder anderen Stufenerhöhung. Okay, ich muss also kämpfen für Stärke. Das. So finde ich Ausdauer, wenn ich gegen die Kuh komme. Hä? Das ist ein Magiekühe, guckt's euch an. Die klauen einem die Ausdauer. Wer hätte gedacht? Na gut. Gut, Pfeil und Bogen können wir auf jeden Fall vergessen, solange wir. Ach, ich habe einen Knüppel. Ich habe einen Knüppel dabei. So. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Keine Sorge, wir organisieren uns jetzt was. Ich schlage einfach die Kuh hier zusammen. Dann passt das schon. Komm her, Mann! Gib mir Stärke! Ich trainiere Stärke an den Kühen. Das ist eine gute Idee. Was ist denn das denn für Monolithen, ey? Na toll, ich bin runtergerutscht. Egal, gucken wir uns die Monolithen an. Was soll denn das? Wer baut denn sowas? Verrückte Leute. Naja. So. Frage ist nur, wie viel Leben hat denn so eine Kuh? Hallo, Kühe? Kühe! Kühe! Ich könnte einen Happen vertragen. Die Kühe selber verschwunden. Schwupps, waren sie weg. Also. Na gut, dann würde ich sagen, laufen wir einfach weiter zum Quest. Ey, die können doch nicht einfach verschwinden. Was ist denn los? Ich habe mich von diesem Spiel ein bisschen verarscht. Es hier einfach alles wegploppt, der Schlafende ploppt einfach weg. Die Wachen ploppen einfach ein und sehen mich, wie ich da plötzlich mit der Leiche, wie ich mit der Betäubten rumspringe da. Seltsam. So, wir müssten jetzt aber langsam da sein, ne? Okay, wir sind leider auch gezwungen zu kämpfen wegen der Stärke. Oh Gott. Am Anfang ist das Spiel echt nicht leicht. Aber hier wären wir. Hier müssen wir ein Pferd klauen. So, die Frage ist, wie werden wir es machen? Oh, guck mal, Blümchen. Interessanter Ort entdeckt. Opfergaben. Hallo, ist jemand zu Hause, den ich kurz umnieten kann? Ich brauche Erfahrungspunkte. Merhoyet. Komischer Name. Denkt sich solche Stadtnamen aus. Aber vielleicht haben die was zu essen für mich. Ich hatte doch noch einen beklaut, ne? Hatte ich sein Essen schon gegessen? Nee, ne? Kann endlich mein Charakter die Fresse halten. Ah. So, ziehen wir uns ein bisschen Brot rein, noch eine Karotte. Trockenobst. Mehr habe ich nicht. Ah gut, aber ich bin satt. So ziemlich. Schnellreiseort entdeckt, nice. Ich meine, das Problem bei Schnellreiseorten ist halt immer, ja, die Wachen. Ich kann halt nicht. Ups. Ich kann halt nicht vernünftig reisen, weil wenn ich von der Wache angehalten werde, ist es immer kacke. Ah, da ist ein Pferd. Bin ich denn hier schon richtig? Mal so gefragt. Ja, okay. Und ich sehe da auch schon ein Pferd. Ich will dieses schwarze Pferd haben. So, dafür hauen wir dich mal um. Klauen dir auch mal kurz dein Essen, wenn du nichts dagegen hast.
Meine Wachen sind hier ja zum Glück nicht. So, Apfel. Ach, die Zeit läuft weiter. Okay, es wird gleich pausiert, weil ich im Inventar bin. Okay, ich jetzt zum ersten Mal. So. Potgargross. Okay. Aber wir haben Truhenschlüssel. Wir sollten uns also hier vorher mal ein bisschen umsehen. Pferdehändler. Okay. Ein weißes Ross, aber mir gefällt das schwarze, deswegen werden wir das schwarze klauen. Der Hundi! Alles in Ordnung bei dir? Ich finde schon. Ja, bin gar nicht hungrig, ne? Stimmt, ich habe ja schon gegessen. Habt ihr hier irgendwo persönliche Truhen? Du da! Nein? Schnüffelst du hier so rum? Ich nicht? Verpiss dich! Ja, ich trete dir in den Arsch! Hey, hey, was treibst du denn da? Nichts! Da liegt doch niemand! Wirklich! Du scheiße Kacke! Hey, wer ist da? Was scheiße! Du hier? Suchst du irgendwas? Okay, ich bin da mal weg. Oh, die Jacken! Nein? Hä? Wo ist hier der Ausgang? Hey, du! Halt! Scheiße. Ergib dich! Du musst für deine Verbrechen gerade stehen. Das. Hier muss doch irgendwo ein Ausgang sein. Da, ich sehe ihn. So, und jetzt reiten wir einfach so davon. Oh, die Hacken! Hihi. Nur mal Glück gehabt. Versuch dein Glück, Alter. Versuch dein Glück. So, und jetzt müssen wir uns eigentlich nur noch in die Richtung aufhalten und dann haben wir es geschafft, ne? Aber ich glaube, ich muss zu A, oder? Was ist das? Ein besonderer Ort, ne? Stimmt, das war die Opfergaben-Dings-Kirchens interessanter Ort. Und jetzt müssen wir... Sprich mit Herrn Stefani? Nein. Okay, wir müssen hier zu B. Das ist ein wirklich langer Ritt. Können wir da jetzt eigentlich nicht irgendwie schnell hinreisen mit dem Pferd? Oh, tatsächlich, ich kann mit dem Pferd schnell reisen, okay. Wanderer. War ignorieren. Misserfolg? Oh, ich bin noch weitergekommen. Ignorieren. Ja, gut, dann ignoriere ich. Oh, ich bin noch auf dem Pferd. Dachte schon. Du bleibst da, ja? So, wir bestehen ihn einfach mal. Was glaubst du? Was zum... Du diebische Elster! Da ist ein Dieb! So, hä? Weg mit dir! Hier! Lass den nicht entwischen! Kommt rasch her! Alarm! Du entkommst mir nicht, Mann! Mein Gott! Fuck. Lass mir nicht entkommen. So. Keine Zeugen hinterlassen, Freunde. Keine Zeugen hinterlassen. Au, das klingt brutal. Aber Zeugen sind tot, alles gut. Gib mir deine Groschen. Es kommt davon, wenn man mich aufhält. Mit meiner Schnellreise. Oh, guter Riecher, cool. Dankeschön. So, und jetzt, ja. Weiter schnell reisen, ne? Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dahin schnell zu reisen, aber, naja. Ich glaube, da ist ein bisschen Blut an meiner Waffe. Hihihi. Ups. So, okay. Wir müssen zu B, ne? Oh, oh, Überfall auf dem Weg? Scheiße. Hau rein. Willst du mich verarschen, Digga? Okay. Ich gebe auf, Abnad!
gerade mit mir? Seid ihr blöd oder was? Als ob. Als ob. Ihr seid doch doof. Mich zuerst angreifen und dann aufgeben. Wie blöd seid denn ihr? Gib mir her den Scheiß. Jetzt, wenn ich euch jetzt laufen lasse, ihr seid doch blöd. Das könnt ihr doch nicht machen. Was ist denn los mit euch? Gut, der andere ist abgehauen, ist mir aber egal. Also, was soll denn die Scheiße? Gib mir die Axt her. So. Komische Leute. Naja, gut. So, ich war gerade dabei, dahin zu reiten. Naja, okay. So. Ich meine, die haben wahrscheinlich gesehen, wie blutig ich bin und dachten sich, oh mein Gott, was haben wir getan? Und das war's. Und dann haben sie versucht aufzugeben. Ja, finde ich gut. Wir haben Stärke trainiert, ne? Stimmt. Das war richtig gut. So, und zwar haben wir Stärke jetzt auf 4. So, wir können Bollwerk. Gegnerische Angriffe zu blocken kostet 30% weniger Ausdauer. Deine Chance, den Gegner in der Umklammerung zu überwältigen, ist um ein Drittel erhöht. Du kannst 15 Pfund mehr tragen. Fest im Griff nehmen wir. Das passt perfekt zu unserem Spielstil. Und somit können wir unsere Heimlichkeiten immer weiter perfektionieren, bis niemand mehr eine Chance gegen mich hat. Hihi. Naja. Gut, wir sind jetzt fast da. Können wir mal richtig schön galopp laufen. Und meine blutige Axt mal, meine blutige Keule mal weglegen. So, wir sind da. So. Wo ist er jetzt? Essen wir nochmal kurz was. Zack. So, wo ist denn der Wojcik jetzt? Herr Wojcik! Herr Wojcik! Wo ist denn der Sack? Ich könnte hier schlafen, ne? Perfekt. Oh, keine Ahnung, er ist einfach nicht aufzufinden. Na gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder und dann versuchen wir mal, den Wojcik zu finden. Und ja, das war's für heute. Ich hoffe, ich habe alle Huster rausgeschnitten. Das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Huster gewesen. Und jetzt schlafe ich erstmal. Ah, ja. Aber ich bin überfressen, ne? Naja. Somit geht die Sattheit wenigstens runter. Muss auf 100% Sattheit kommen. Okay, ciao.